Wir schreiten jetzt zum letzten Block, der da heißt Ergebnisse und Ausblick. Ich fand, dass übrigens jetzt jeder der Blöcke eigentlich ist schon wert gewesen wäre, die Veranstaltung sehr würdig abzuschließen, weil ich glaube, jeder Block schon sehr, sehr rund die Dinge dargestellt hat. Und ich freue mich auch sehr, dass wir hier dort eine stabile Teilnehmerschar noch haben, dass alle dabei geblieben sind oder viele, die das ermöglicht haben und dass wir doch sehr, sehr schöne und sehr konkrete Beiträge hatten. Ja, ich möchte an dieser Stelle Ines Zieslock ganz herzlich begrüßen. Frau Zieslock, ich glaube, Sie sind fast auch an jeder Digitalisierungskonferenz bislang intensive Teilnehmerin gewesen, was mich auch immer sehr freut. Also Sie sind Referatsleiterin Digitale Agenda, digitale Projekte im Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung und haben im Grunde ja in den letzten Jahren ja sehr, sehr intensiv das Thema digitale Agenda begleitet. Ich glaube auch einen wesentlichen Grundstein dafür gelegt, dass es eine zu beschließen gab und dass es eine fortzuführen gab. Und Sie vertreten heute Staatssekretär Thomas Wünsch, der sich heute vertreten lässt. Und wir würden jetzt gerne die Schlussrunde Ergebnis und Ausblick mit Ihrem Impulsvortrag beginnen, wo Sie uns einfach jetzt nochmal in aktuellen Stand zur digitalen Agenda geben. Also das ist ja schon ein traditioneller Punkt bei den Digitalisierungskonferenzen, dass wir also zum Schluss versuchen, auch etwas Konkretes heraus mitzunehmen, was wir also auch an Botschaften Richtung Politik und Landesregierung hier dort herausgeben können. Da sind ja jetzt auch in den Panels davor ja schon sehr, sehr viele konkrete Dinge hier gesagt worden. Ich denke mal, wir werden da die wichtigsten Punkte jetzt nochmal zusammenfassen. Und damit wir jetzt nicht die komplette digitale Agenda, die wir ja in der Reihe der Digitalisierungskonferenzen ja schon intensiv besprochen haben, aber doch, sagen wir mal, das Delta, die Änderung, also was sich seit der letzten Konferenz hier dort ergeben hat, noch erfahren, würde ich mich sehr, sehr freuen, dass Sie uns jetzt hier gerne nochmal diesen Impuls für die letzte halbe Stunde intensiven Aufgaloppes nochmal geben. Liebe Frau Zieslock, ich übergebe Ihnen gern das Wort. Und Sie haben die Präsentation schon geteilt, das heißt also technisch also auch schon ganz hervorragend. Liebe Frau Bin ich am Zieslock, Sie. Start? Ja. Genau, ich bin am Start. Ja, lieber Herr Schäffler, sehr geehrte Damen und Herren, viele Grüße möchte ich Ihnen übermitteln von Herrn Staatssekretär Thomas Wünsch, der heute den Termin leider nicht wahrnehmen kann, weil er den Minister in einer anderen Angelegenheit vertritt. Und er hat mich gebeten, zu Ihnen zu diesem Thema zu sprechen, da es ja auch also mein Thema mit ist. Die Entstehung der digitalen Agenda und auch die Fortschreibung habe ich hier im Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung mit begleitet und bitte auch verantwortlich dafür. Und von daher möchte ich Ihnen heute ein paar Botschaften, die Herr Wünsch mir mitgegeben hat, mitteilen und starte gleich mal mit dem ersten Punkt. Mit der digitalen Agenda hat sich Sachsen-Anhalt in einen sinnvollen strategischen Prozess begeben, den Aufgaben der digitalen Transformation in allen Facetten gerecht zu werden. Die Fortschreibung ist beschlossen. Die aktuell verhandelnden Partner nach der Landtagswahl haben Kontinuität der Projekte der vergangenen Legislatur vereinbart. Ja, das war ein ganz wichtiger Punkt, als im Januar 2021 die Fortschreibung der digitalen Agenda vom Digitalisierungskabinett beschlossen wurde. Denn uns lag sehr viel daran, dass der Schwung aus der digitalen Agenda von 2017 fortgeführt wird und vor allen Dingen jetzt, wo wir uns allen auch deutlich ist, wie wichtig Digitalisierung ist, es dazu gar keinen Brüchen kommt. Wir wollen uns also den Aufgaben der Digitalisierung im Land Sachsen-Anhalt weiterstellen, auch der Dynamik, die das Thema mit sich bringt, und haben deswegen diese Fortschreibung vorgenommen. Mit wir meine ich nicht nur, dass das hier ein kleines Referat in dem Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung war, sondern wir wurden tatkräftig unterstützt. Beispielsweise auch vom Digitalisierungsbeirat des Ministers Willingmann, dem ja beispielsweise Sie, Herr Schäffler, und Herr Langhoff angehören. Und auch Ihnen beiden an der Stelle gleich vielen Dank nochmal mitgesagt, dass Sie durch Ihr Engagement und
in der Runde des Digitalisierungsbeirates da wesentlich mit dazu beigetragen haben, ja auch noch wichtige Schwerpunkte zu setzen. Darüber hinaus hatten wir auch eine ganze Anzahl von Anregungen aus der digitalen Jugendagenda bekommen, die uns ja in zwei Digicamps mitgegeben wurden, nachdem unsere erste Auflage mal von Jugendlichen näher betrachtet wurde. Und wir beobachten natürlich, was in Brüssel und in Berlin passiert. Wir haben sehr schnell die Zeichen der Europäischen Kommission verstanden, als der Green Deal sich schon ankündigte. Deswegen hat das Thema Nachhaltigkeit in der Fortschreibung der digitalen Agenda auch einen besonderen Stellenwert bekommen. Etwas, was man in der Öffentlichkeit oft nicht so richtig wahrnimmt, aber was ich für sehr wichtig halte, ist, dass wir in allen Ministerien Verantwortliche haben, die diesen Prozess genauso mit begleiten, nämlich immer unter der Frage ihrer Zuständigkeit, die dann in regelmäßigen Abständen die Umsetzung der digitalen Agenda überprüfen und eben auch jetzt im Fall der Fortschreibung mit neuen Handlungsfeldern teilweise inspiriert haben. Ganz kurz, Herr Schäffler, ja, was ist denn neu und was ist anders? Die strategischen Ziele sind erstmal alle eigentlich die gleichen geblieben. Sie sind teilweise nur mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen angereichert worden oder auch modifiziert worden. Lassen Sie mich zum ersten strategischen Ziel, digitale Infrastruktur, sagen. Das ist ja auch schon in Ihren Konferenzen oft behandelt worden. Da hat es ja schon im Mai 2019 die Weichenstellung gegeben zur Gigabit-Strategie, wonach halt der Breitbandausbau mit Gigabit-Netzen bis 2030 flächendeckend erfolgen soll und das oft umstrittene 50-Megabit-Ziel damit abgelöst wurde. Das hat jetzt also auch in der digitalen Agenda seine Stelle gefunden. Zum strategischen Ziel Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit 4.0 haben Sie heute schon von Frau Bütow einiges zum Thema IKT-Wirtschaft gehört. Das ist dort hat dort auch einen breiteren Raum eingenommen, genau wie das Thema künstliche Intelligenz oder mal auch aus einem anderen strategischen Ziel genommen, Kultur und Medien im digitalen Wandel. Da gibt es eine stärkere Fokussierung beim Thema digitale Zugänglichmachung des kulturellen Erbes in Sachsen-Anhalt oder im strategischen Ziel digitale Daseinsvorsorge. Und das haben wir heute schon sehr eindrucksvoll auch gehört, weil das natürlich eine angesagt ist in dieser Zeit, die Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung, in der Pflege und in sozialen Beratungsangeboten. Das Handlungsfeld Smart Cities, Smart Regions ist auch dazu gekommen. Die meisten Veränderungen hat es gegeben bei den Querschnittszielen. Auch Thema Ihrer Veranstaltung war ja schon, waren die Themen Datenschutz, Informationssicherheit und digitaler Verbraucherschutz. Jetzt sind sie angereichert worden um mehrere Querschnittsziele, denen wir jetzt noch mehr Beachtung schenken wollen, wie beispielsweise digitale Souveränität und informationelle Selbstbestimmung, der Nachhaltigkeit, wie schon auch ausgeführt, und Gender Mainstreaming und Barrierefreiheit. Und um ein Zeichen zu setzen dafür, dass die digitale Agenda auch in den Bereich des Strukturwandels mitdenkt, also sowohl des Strukturwandels in einzelnen Branchen als auch des Strukturwandels im Revier, wurde auch dem Strukturwandel ein eigenes Querschnittsziel gegeben. Ich komme zum zweiten Punkt. Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung hat seine strategischen Ziele in der digitalen Agenda mit einer Fülle von Maßnahmen untersetzt und in den vergangenen Jahren mit der Etablierung einer differenzierten Beratungslandschaft, der Einführung zielgenauer Digitalförderprogramme und der Sichtbarmachung der IT-Wirtschaft im Land planvoll unterstützt. Ich möchte hier auf gar keinen Fall eine
nochmal eine Bilanz ziehen. Das wird jetzt den Rahmen sprengen. Ich möchte einfach erwähnen, etwas, was jetzt mittlerweile in Sachsen-Anhalt sich wirklich recht gut etabliert hat und also auch die Fühler in den Süden Sachsen-Anhalt ausgestreckt hat. Das sind das Mittelstandszentrum, die Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 und das Partnernetzwerk Wirtschaft 4.0. Genauso ist hinzugekommen, dass eSport Hub Sachsen-Anhalt als eine Stelle, wo also auch da Kompetenzen ganz spezieller Art der Wirtschaft zugutekommen sollen. Und ja, es ist schwierig, alle zu nennen. Ich möchte jetzt noch auf die Digitalisierungszentren zu sprechen kommen. Da hat Frau Schaber-Thoma ja auch schon einiges dazu gesagt. Da ist auch immer noch Entwicklung drin. Also wir haben mittlerweile auch in der Gemeinde Barleben zu den zusätzlich schon von Frau Schaber-Thoma genannten und in der Stadt Halle ein regionales Digitalisierungszentrum gefördert. Wir sind dabei und erwarten also jeweils dort regionale, lokale, digitale Strategien, um sich den Themen zu stellen. Ich bin sehr erfreut darüber, was sich Insights entwickelt hat, nachdem wir da auch vor 2 Jahren mit zusammengesessen haben und überlegt haben, wie wir mit als eines der ersten Projekte im Strukturwandel an den Start gehen können und das Bundesministerium für Inneres und Heimat von dem Antrag überzeugen können. Im Mai waren Herr Wünsch und ich vor Ort und ich bin auch sehr beeindruckt, was da in der Zwischenzeit geschaffen wurde. Und auch die heutige Veranstaltung ist ein gutes Beispiel dafür, welche Leistungsfähigkeit da aufgebaut wurde. Aber ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, genau wie Sie vorhin gesagt haben, Frau Schaber-Thoma, dass die Digitalisierungszentren so mit Leben erfüllt wurden und auch Eingang gefunden haben in die digitale Agenda. Da hat das Digitalisierungszentrum in Merseburg auch einen sehr großen Anteil. Erwähnt wurden auch die Digitalförderprogramme. Die sind auch ein Erfolgsschlager geworden. Ich spreche da von dem Programm Digital Sachsen-Anhalt Digital mit den Richtlinien Digital Creativity und Digital Innovation. Da sind mittlerweile 67 Millionen Euro für über 1000 Projekte gebunden worden. Und Antragsteller, die halt nicht in das Schema dieser Programme passen, weil sie keine KMU sind, kommen dann mitunter zu uns in die Projektförderung zur Umsetzung der digitalen Agenda. Und auch da haben wir mittlerweile schon 47 Programme. Projekte gefördert und Mittel in Höhe von 7 Millionen Euro gebunden. Das sind in dem Fall Landesmittel, während das bei den Sachsen-Anhalt Digitalprogramm ESF-Mittel sind. Bei diesen kleinen Projekten, nur um auch das mal zu illustrieren, was da im Süden Sachsen-Anhalt an Ideen bei uns eingereicht wurde und auch gefördert wird, ist das Heinrich-Schütz-Haus in Weißenfels mit dabei, das Schloss in Weißenfels, die sich virtuell aufstellen, oder auch die St. Jakobskirche in Köthen, die sich am Mittwoch vorstellen wird mit ihrem digitalen Kirchenführer. Also um mal zu illustrieren, es geht hier indirekt auch um eine Wirtschaftsförderung, aber von dieser Förderung aus der Umsetzung der digitalen Agenda profitieren als auch Organisationen, Vereine, Verbände, die sonst gerade beim Thema Digitalisierung schnell mal hinten runterfallen. Zum dritten Punkt. Diesen Prozess, also den der digitalen Agenda, gilt es auch in der Strukturwandelregion umzusetzen. Dazu hat das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung einen sehr ausführlichen Vorschlag für das Strukturentwicklungsprogramm vorgelegt. Eine stringente Umsetzung der daraus abzuleitenden und auch am heutigen Tag ja tatsächlich schon vielfach diskutierten Maßnahmen ist zwingend für eine erfolgreiche Transformation in der Region. Frau Dr. Krüger hatte das heute erwähnt, dass es ja die unterschiedlichen Handlungsfelder für das Strukturentwicklungsprogramm gibt und für das Handlungsfeld
Wirtschaft und Innovation hat das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung verantwortlich gezeichnet und zugearbeitet. Einen wichtigen Bereich hat Ihnen Frau Bütow schon vorgestellt, aber ich möchte auch an der Stelle erwähnen, dass viele andere Fachstrategien, die landesweit gelten, nochmal auf den Prüfstand gestellt werden hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Strukturwandelregionen. Beispielsweise die regionale Innovationsstrategie, die Wasserstoffstrategie Sachsen-Anhalt, der Masterplan Tourismus, die Strategie für eine Modellregion der Bioökonomie im mitteldeutschen Revier. Ja, wie wir es auch schon gehört haben, Digitalisierung ist halt ein Querschnittsthema und wird sich in allen Handlungsfeldern wiederfinden. Das Ganze geht nur mit einer guten Infrastruktur, ja, wurde auch schon heute erwähnt, angefangen von der Glasfaserversorgung jedes Gebäudes bis hin zu energieeffizienten Rechenzentren. Das kann man sich in einer Vision für die Strukturwandelregion in 2038 alles vorstellen. Wir stellen uns auch vor, dass viele digitale Dienste intelligent miteinander vernetzt werden. Und so, angefangen von Produktion, die Bereiche Gesundheit, Mobilität, Wohnen, Arbeiten, der Handel und die Ver- und Entsorgung davon profitieren und in diesen Netzwerken zusammenwirken, also in dem Fall tatsächlich in Netzwerken, also nicht nur ideeller Art, sondern auch die durch Infrastruktur miteinander verbunden sind und die mit Daten, Open Data und Big Data gefüttert werden. Und dann stellen wir uns vor, dass Smart Villages und Smart Cities entstehen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank,